Hallo ihr Lieben. Ja, ihr seht mich hier heute mit einem Teechen und einfach mal vor der Kamera. Und zwar möchte ich mal ausprobieren, so ein Format zu machen, wo wir, wo ich quasi mit euch quatsch. Und einerseits werde ich natürlich ein bisschen erzählen, was es so Neues geben wird auf dem Kanal, worum es in nächster Zeit so gehen wird, was ich machen werde. Und auf der anderen Seite möchte ich auch, dass ihr mir Fragen stellen könnt. Und zwar unten in die Kommentare. Und bei der nächsten Tea Time würde ich dann die Fragen halt beantworten. Und ja, das dürfen auch gern ein paar private Fragen sein, wenn ihr möchtet. Ja, und dann schauen wir mal, ob euch dieses Format gefällt. Und wenn ja, dann machen wir es weiter. Und wenn nicht, dann machen wir es halt nicht mehr weiter, das ist dann auch in Ordnung. Es ist jetzt einfach nur so ein Versuch von mir. Und ich fange auch gleich mal damit an und erzähle euch mal, was ich in nächster Zeit so vorhabe. Und zwar ist im März jetzt, und zwar am 14. bis zum 18. ist die Kreativa in Dortmund. Da habe ich mir Karten besorgt für alle 5 Tage. Und werde dann bei Freunden in Dortmund übernachten oder nahe von Dortmund und werde dann jeden Tag dort zur Kreativa fahren. Ich werde natürlich meine Kamera mitnehmen und werde ein bisschen filmen und werde euch ein wenig mitnehmen und werde euch ein paar Sachen von der Kreativa zeigen. Ich bin noch nie auf der Kreativa gewesen. Ich kenne sie auch nur von YouTube-Videos und weiß auch nicht genau, wie das da funktioniert mit dem Filmen. Also, so wie ich das gesehen habe, ist das wohl kein Problem, dass man dort filmt. Und ja, das werde ich dann natürlich machen, da wo ich darf. Und werde euch ein bisschen zeigen, was es alles so Neues gibt. Und ich bin selber schon total gespannt und freue mich total auf diese Messe. Ja, und im April ist dann die One Stage von Stampin' Up. Da werde ich auch die Kamera mitnehmen. Da werde ich auch ein wenig filmen. Und da ist es aber so, dass man die Videos und Bilder erst ab einem bestimmten Zeitraum zeigen darf. Da zum Beispiel der neue Katalog dann rauskommt und gezeigt wird. Und ja, da darf man natürlich die neuen Produkte und die Kataloge nicht vorher zeigen. Da werde ich mich natürlich dran halten und werde es eben erst dann zeigen, wenn ich darf. Das heißt, die Videos von der One Stage kommen dann eben erst online, sobald wir quasi von Stamping Up die Freigabe haben, die Sachen zu zeigen. Ja, jetzt muss ich gerade ganz kurz überlegen, aber ich glaube, das war's für dieses Mal auf jeden Fall schon. Wie gesagt, wenn euch dieses Format hier gefällt, dann seid so lieb und schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr so wissen wollt und stellt einfach Fragen oder gebt mir Anregungen, was auch immer, was zum Beispiel demnächst, was ihr euch wünscht an Videos und so weiter und so weiter. Helft mir ein bisschen mit, seid interaktiv auf diesem Kanal. Das ist eigentlich das, was ich mir so wünsche. Eine Community, die halt gemeinsam so diesen Kanal ein bisschen gestaltet. Ja, gibt es noch was? Nö, ich glaube, das war's für heute schon und ich denke, fürs erste Mal ist das auch völlig ausreichend. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.